Hallo Leute der leichten Unterhaltung. Sorry. Es war einfach zu verlockend, einfach mal so einen ekelhaften Cliffhanger einzubauen. Und ich habe mir überlegt, ich werde Josh retten. Einfach nur, also persönlich würde ich jetzt Ashley retten. Aber ich glaube, es ist klüger, jetzt Josh zu retten. Deswegen. Zack. Oh, das wird gleich echt eklig. Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das bin ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das... Oh. Nein, Chris! Oh. Nein, verkehrt, das meinte ich nicht. Josh, es tut mir so leid. Ich hab das wirklich nicht gewollt. Der Mann, ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Oh, aufhören, das kannst du nicht tun! Gott, 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 Gott. Gott, ist das eklig. Nicht hinter. Entschuldigung, er muss sich erschlappen. Bitte sag ihm, es geht ihm gut. Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Nein! Wir müssen weg, okay? Voll eklig. Aber wir haben einen Butterfly-Effekt ausgelöst. Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Sie hat sich zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Sie müssen erklären. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Da bin ich alleine, gell? Ja, nee, nicht zusammenbleiben, das wäre auch das Dümmste, was man machen könnte in solch einer Situation. Nee, man teilt sich auf. Man ist ja nicht in der Gruppe stärker, ne? Dr. A.J. Hill. Hm? Da liegt ja immer noch die Katze. Alles läuft gut. Alles läuft easy. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Konsequenz. Nein, das glaube ich nicht, Tim. Der
Lebens, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Leute, die Spinne in dem Glas ist so ekelhaft. Sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Zoe, tust du das? Das ist Wahnsinn. Viel Spaß noch. Oh, oh, das ist so eklig. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Kapitel 5. Furcht. 6 Stunden bis zum Morgen. Scheiße. Gar nicht gut. Nee. Nein, gar nicht gut. Nee. Mir wird schon todeskalt, ne? So Bruce Willis-mäßig da rumrennst. Tja. Hoch die Lampe. Rumgetrampe. Weil ich habe da einen Wolf rumrennen sehen. Ich finde das jetzt nicht so cool, da rumzugammeln, ne? Also. Komm, lauf mal, mach den in den Hosgeschissen Gang, ey. Und gib doch Gas, Lunge! Gas in der Lunge! Ding Dong! Möchte mit dem Gott um die Welt sprechen. Okay, es sieht schon cool aus. So eine Scheiße. Hab dein Knurre. Wer's. Kann ich gucken? Hallo? Nein. Hätte ja auch nicht ein bisschen weiter runtergehen können und hier so durch. Nein! Ja, vielleicht noch sehen, wer es ist. Mensch, bist du ein Blitzmerker? Locket. Oh ja. Nichts mit der Frisur zu tun, Junge. Irgendwo werden wir noch außen rum gehen können. Naja. Gucken wir uns erstmal noch das schicke Schild an. Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 1922. Mensana in corpore sano. Irgendwie Sahnenudeln. Mit Kapern. Ja, begrüße ihn raus. Ja. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Nee. Oh.
Komm schon. Erdpapier. Oh, ein Gummiband, das kann ich gut gebrauchen. Hinweis entdeckt. 30 Stichuhrkarten. Das ist krass. Stichkarten. Krass. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Halt. Zeigt dir ein anderes Fach. Nein. Hätte ja sein können. Wollte jetzt nicht unbedingt das da liegen lassen. Da war es wieder. Der Shinson. Hat's nicht angeklickt. Idiot. Jetzt haben wir hier Schönes. Ein Fotoapparat. Toll. Hilft mir hier natürlich sehr. Hier kannst du ihn vielleicht ein bisschen so drehen? Danke. Hinweis entdeckt. Kaputte Kamera. Gut. Wisst ihr Bescheid? Influencer ist aus. Ja, guck mal, da geht's weiter. Morgue? Nee, in den Keller möchte ich nicht. Ich möchte den ganz fiesen, bösen Geräuschen hinterher. Okay, Zeitung. 1922. 52. Mhm. Der Alberta Post. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Okay. So, seid ihr fertig? Hab's grob überflogen, war langweilig. Nein, da geht's um diesen Typi, der da hier rumläuft. Verschwundene Menschen, glaube ich. Scheiße, jetzt müssen wir doch da runter. Fuck. In den Keller gehen ist das Dümmste, was man macht. Ich weiß. Muss nicht. Ich hab mich trotzdem ein bisschen erschreckt, obwohl ich es gesehen habe. Verdammte Scheiße. Oh, aber hier Machete. Krass. Jawohl. Soll er nur herkommen? Ja, ich habe an meiner Jeans auch einen eingenähten Machetenhalter. Ehrlich jetzt, ne? Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Außer vielleicht ein Wolf. Och nee. Och nee. Och nee. Oh, das ist bestimmt. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Scheiße, das Tote wieder recht gehabt, Mann. Rein und aufbiegen. Bärenfalle öffnen. Finger amputieren, bist du behindert, ey. Boah.
Komm, Bärenfalle öffnet, mach's nochmal. Das muss funktionieren. Komm schon, streng dich an. Ich mach auch ein Quicktime-Event, bitte. Oh oh. Du bist halt ein dummer Depp, ne? Komm. Na komm schon, ich drück mit. Oh bitte, zieh ihn doch einfach raus, du Scheißfinger. Butterfly-Effekt ausgelöst. Nice, schönes Ding. Hey, na das wird ja hier immer besser. Meinst du Witze? Oh, voll eklig, Mann. Ja, schön die Dinger aufmachen, hä? Da, irgendeins kleppert so komisch. Ah ja, wie Sie sehen. Oh, dasselbe Zettel wie eben. Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen. Etikettdatum 24. Februar 1952. Beschreibung. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Oh, krass. Gut. Machen wir den nächsten. Schacht. Wohl Zettelchen drin. Motten. Alter Lumpen. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache. Schwere Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Klar, wenn, ne? Ah. Wenn der Tod durch extreme Ursachen herbeigeführt wurde, in Klammer Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bowen, Adresse Blackbrook Sanatorium. 24. Februar 52. Oh, kranker Scheiß, Junge. Was ist jetzt in dem Klingonischen? Ah, da wohnt noch einer drin. Scheiße, ist das krank? Wirklich krank. Ja, weil die Augäpfel noch so saftig sind. Ah, yeah. Jetzt kommt, dreh's doch rum. Okay, passiert nichts. Okay, sehen wir mal. Ach lol, sag bloß, die brauche ich jetzt für die Tür. Nee, den Kopf gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Könnten wir eigentlich rein theoretisch zurück und, ne, wisst ihr Bescheid, uns den Wölfen da zum Fraß vorsetzen. Lauft ihr auch immer so komisch Treppen hoch? Ich immer.
Oh. Alter! Fuck! Und hör zu! Gut gemacht! Hä? Man kann das Gesicht nicht richtig erkennen, ne? Puh, Leute! Den Schock muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ne? Wisst ihr Bescheid? Bis zum nächsten Mal. Euer Shinson. Ciao.